Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guacamole 2 für die Switch. Wir haben uns gerade mit unserem Super Polo Huhn den doppelten Power Polo Sprung geholt. Der geht dann etwa so. So, dann kommen wir überall hin. Yes, genau. Bam, noch ein bisschen was für die Maske. Also, es ist Ausdauer, ne? Speichert. So, wo wollen wir hinkommen hier? So, sind wir draußen. Wenn wir hier weiter geht, ne? Jetzt haben wir ja auch noch einen anderen Move, und zwar. Hallöchen! So. Grünkohl, entschuldige, ich kann nicht aufhören darüber zu reden. Ich habe ihn zu einer heiligen Guacamole gegeben. Kennst du das Zeug? Es ist mega gesund, überhaupt nicht öde und keiner hat es satt. Das ist überall drin. Planst du eine Reise? Nee, brauchen wir noch nicht. Gucken wir mal wohin. Wo sollen wir jetzt hin überhaupt? Wir müssen ganz da hinten hin. Bringt uns ja noch nichts, denn eine richtige Reise gibt's hier ja nicht. Nicht wirklich, ne? Nein. Oh, guck mal da hinten. Nee, können wir nicht. Gut, wir müssen da selber erstmal alles erforschen. Auch das kriegen wir hin. Wir müssen hier oben längs. Gut, dann können wir einen Fertigkeitsbaum gucken nochmal. Und zwar, können wir was kaufen? Was gibt's denn hier so Leckeres für uns? Lebensstampfer. Gegner zu töten gewährt mehr Gesundheit. Ausdauer wird schneller regeneriert. Hält Gold für Treffer. Okay, Wrestling Moves. Ich glaube, wir machen wirklich mal. Kriegen mehr Gesundheit. Das ist doch gut. Dann machen wir den hier. Ausdauer ist immer gut, wenn die schneller regeneriert. So. Ja, bis später, Kumpel. So, mal lassen wir weitergehen. Wir müssen jetzt in den nächsten, in den Obsidian-Tempel kommen. Okay, da kann ich draufstehen. Gott sei Dank, ich falle jetzt in die Lava. Okay, das war dumm. Gebe ich zu. Oh. Ah, gut. Das wäre blöd. Na, weiter ist das Huhn, ne? Das Huhn geht alles. Das Huhn kann alles. Wir hauen noch ein bisschen weg hier. Da können wir leider nicht rein. Macht aber nichts. Blöde Hühner. Wo man sehen kann, kann man wirklich mit vielen Leuten spielen. Bis zu vier. Okay, vieles Ding. Okay, das war dumm. Das war richtig dumm. So, jetzt aber. Bam. Super Polo. Mann, Mann, Mann. Okay. Okay, ist er dann. Wohl. Nein. Ah. Langsam hat man die Moves so ein bisschen drauf, ne? Es geht alles ganz flüssig von der Hand, muss man sagen. Die Steuerung ist auch sehr, sehr präzise. Kann man gar nicht anders sagen. War da hoch? Kann man das Huhn da hoch? War da so ein Wald nochmal? Okay, kann man. Oh, warte mal. Ist das echt? Muss man hier extra mega? Aber kann doch nicht längs gehen. Okay. Warte, ich dachte, ich will längs. Nochmal. Nein. Alter, wie kommen wir denn da hoch?
Nein. Geh ich nicht. Oh, warte. Warte jetzt. Sehr schwierig. Ist auch nur schräg. Man kommt ja eigentlich nicht in die richtige Richtung, oder? Ich kann mich fast anhängen. Echt nicht, wa? Nee, warte mal. Geht nicht, okay. Wir versuchen mal darüber zu kommen. Ey, da muss man tatsächlich... Und da muss man nach oben, also muss man wirklich im Wechsel das machen. Das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Gut, erstmal noch nicht. Obwohl der Geheimgang natürlich da hinten sehr wichtig ist für uns. Man weiß jetzt noch, was er kriegt. Wir müssen es nochmal probieren. Aber es muss ja dann so laufen, dass man das Huhn macht, dann... Ich gehe so schnell hin. Okay. Und dann ist der okay. Probieren wir es mal. Oder nichts? Nee, da kommen wir nicht ran so, oder? Nee, geht nicht. Das geht nicht, okay. Müssen wir nochmal wieder später zurückkommen hier hin. Mal das versuchen. Ich glaube, da muss man noch irgendwas anderes haben. Glaube ich. Weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube es. So. So. Hey. Mann, Mann, Mann. So, und wo kommen wir jetzt? Bin mal gespannt. Hey, Juan! Es wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Ich warte hier schon seit Ewigkeiten. Halt! Ich dachte, du hältst die nächste Statue. Nein, ich habe Body Slam. Du hast irgendwas mit Hintern. Ach so, gehe ich in Nervon hin. Na ganz toll. Stammst du aus den langsamen Zeitlinien oder was? Schnüff, stammst du aus den gemeinen Zeitlinien? Ja, und wenn schon, was willst du denn machen? Dich bei deiner Mama auswählen? Schnüff, schnüff. Na gut. Okay, Kobe, jetzt hör mal zu. Ich will die Ungehen wiederholen. Drücke in der Luft, um zu slammen, verstanden? Klar. Der Frost Slam, dann machen wir die grünen Kästen kaputt. Also diese grünen Dinger, die man überall sehen kann. Hören wir gleich mal aus. So. Easy peasy. Gespeichert. Oh. Ich komme hier nicht raus, dieser blöden Langsamkeitsblase. Ja, wenn die so viele haben, dann ist es halt nur ein paar Schläge und dann ist das Zeug weg. Diese weißen Umrandungen sind nicht so ein wirklich cooler Schutz. Natürlich trotzdem. Nein. Mein Schläger reinhauen. Ja. Die sind wirklich nervig, ne? Einfach auf dem Weg.
So. Okay. Ah, wir sind gemein, ne? Okay. Und hier wollen wir gleich einen Special Move machen, pass auf. Schlecht, nicht schlecht. Da unten geht's aber auch weiter. Wo gehen wir weiter? Gehen wir jetzt mal durch das grüne Ding durch. Okay. Nein! Okay. Oh. Das muss anders laufen. Okay, das muss anders laufen. Versuchen wir nochmal. Oh, nicht zu langsam. Oh, guck mal, wie viel schnell, wie viele Moves man unten noch machen muss. Das ist scheiße. Nein, zu früh, zu früh. Nochmal. Probieren. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind die geilsten. Nach 1000 überflüssigen Stunden. Das ist Kacke, ey. Es gab auch nicht Kohle, aber auch nicht das Geilste. So. Ein anderer Weg? Oder warum kann man hier nichts Cooles finden? Nee, wahrscheinlich. Krass. Was macht er denn da? Los. So. Mann, 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 das hat auch lang gedauert, ne? Geh ich zu. Ja, endlich mal wieder hier. Zeitblase kann man wirklich nicht viel machen. Alles in Zeitlupe. So, den müssen wir irgendwie mal platt kriegen hier. Natürlich nervig mit der Blase da unter uns. Aber. Perfekt. Wir haben schon einen Huhn. Wenn es hier unten gibt. Herzcontainer!
So, mehr Leben für uns. Sehr gut. Scheiße, ich weiß es auch, warum ich nicht klappte. So. Schutz wieder bekommen. Das ist auch. Oh Mist. So. Das ist auch einer jetzt hier. Was ist der denn? Müssen wir nochmal probieren. Das war auch echt schlecht gekämpft, muss ich zugeben. So, jetzt wissen wir, wie wir das machen können. Speichern kurz und dann. Ah, dann kommt die hoch. So. Wie geht's weiter? Thank you.
Pfui, Beck! Ich dachte schon, ich hätte feuchten Kohl gerochen. Schlimm siehst du aus. Chivo, geliebter alter Erzfeind, kommst wohl frisch aus der Versagerzeitlinie. Ja, das stimmt. Da habe ich eben erst mit deiner Mutter gesprochen. Okay. Ja, das stimmt. Schluss mit dem Smalltalk, Chivo. Du weißt, wie sehr ich dein hässliches Gesicht liebe, aber hier hast du schon verloren. Nimm das als gut gemeinen Rat. Bleib mir aus dem Weg und dir passiert nichts. Dieses Mal ist es anders. Selbst du, der schon 23 Mal gestorben ist. 24, sollst du wissen. Salva, das Spiel mit viel zu machen. Und ich sitze in der vordersten Reihe. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht auch ein klein wenig neugierig bist. Das Ende der Welt? Nein, der Anfang eines neuen Kapitels des Maxversums. Du bist ja noch verrückt, als ich dachte. Verrückt wie eine Ziege. Und Chivo, das öder Mentor-Magazin hat angerufen. Sie bieten dir ein Abo auf Lebenszeit dafür, dass du extra öde bist. Ach ja, der schlechter Geschmack-Magazin angerufen. Sie wollten wissen, ob du ein... Oh, wie gesagt, ich kann mich nicht hören. Gut. So, ab zum Tempel. Templo de Obsidiana, dunkelste Zeitlinie. Jo, das ist dunkelste Zeitlinie, da sind wir angekommen. Werden wir aber erst beim nächsten Mal wirklich angehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, tschüss.